Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Barbecue Tina. Heute zum letzten Mal in diesem Jahr und ich habe natürlich noch ein knaller Rezept für euch für euren Silvesterabend. Eine mega Partysuppe. Was ihr dafür braucht, zeige ich euch jetzt. Ihr braucht dazu Ananasstückchen aus der Dose, den Saft nicht wegschütten. 150 Milliliter brauchen wir dazu. Dazu haben wir Zwiebeln, geröstete Paprika, Gewürzgurken. Dazu habe ich 4 Esslöffel aufgefangen. Wir brauchen normalen Tomatenketchup. Wir brauchen Tomatenmark, Mett halb und halb, ein paar Champignons und Gemüsebrühe und ein bisschen Öl zum Anbraten. Das Ganze machen wir heute auf dem Connected Joe in einem Dutch Oven. So, der Dutch ist vorgeheizt. Jetzt machen wir ein bisschen Öl rein und schmeißen gleich das Hack hinterher. Das braten wir jetzt schön krümelig. So, das Mett ist krümelig gebraten. Jetzt kommen ein paar Gewürze, Salz, Pfeffer und Paprika dazu. Rühren wir einfach schön mit rein. Weiter geht's mit den Zwiebeln. Die rösten wir jetzt auch noch kurz mit an, genauso wie die Champignons. Falls ihr welche aus der Dose habt, könnt ihr die natürlich zum Schluss zufügen. Die brate ich jetzt einfach ein bisschen mit an. So, 5 Minuten, denke ich. Wir sind jetzt so die ganze Zeit bei 180 Grad gewesen. Und dann geht es gleich weiter. So, alles schön angeröstet. Zwiebeln, Champignons. Jetzt machen wir so gute 3 Esslöffel Tomatenmark hier noch mit rein. Rösten das auch ganz kurz mit an. Einmal ordentlich durchrühren. Das riecht schon echt gut. Also, das wird doch eine Party. Wenn das Essen schon stimmt auf einer Party, dazu mega Getränke. Besser geht es doch gar nicht. So, und jetzt können wir das Ganze auch schon ablöschen. Wir haben einmal den Ananassaft. Den rühren wir jetzt hier einfach unter. Wird so eine schöne süß-saure Geschichte. Dazu habe ich den Ketchup. Genau. Auch schön unterrühren. Und dazu kommt jetzt noch Brühe. Und natürlich nehmen wir ein kleines bisschen Brühe. Um die Flasche hier auszufüllen, ne? Bisschen zu säubern, damit wir alles da mit reinkriegen. Die Suppe ist jetzt so ein bisschen eingeköchelt. Was heißt eingeköchelt? So 2 Minuten ziehen gelassen. Jetzt fügen wir schon die restlichen Zutaten in die Suppe. Also wir haben einmal Ananas. Dann geht es weiter mit den Gürkchen hinein und die gerösteten Paprika. Und zum Abschmecken haben wir noch ein bisschen Gurkenwasser. Wir wollten ja so eine süß-säuerliche Geschichte daraus machen. So, und das Ganze lassen wir jetzt einfach 20 Minuten ziehen und köcheln. Bis gleich. So, nach 20 Minuten sieht das Ganze so aus.
richtig lecker. Ich freue mich drauf. Nur mal den kleinen Partytopf mal runter. Und natürlich müssen wir das Ganze auch probieren. Ich fürchte nur, in der Zwischenzeit muss ich euch ein bisschen was erzählen, weil sonst fliegt mein Gaumen wahrscheinlich weg. In diesem Sinne wünsche ich euch alles voll Rauch. Moment. Einen wunderschönen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund. Ich hoffe, ihr habt ein paar Sachen von mir mitnehmen können. Ich freue mich total, dass ihr bei meinem Start dieses Jahr bei YouTube dabei gewesen seid. Jetzt probiere ich das Ganze mal. Total klasse. Falls ihr den für Silvester macht, ihr seid die Könige. Wirklich. In diesem Sinne, kommt gut ins neue Jahr. Wir sehen uns nächstes Jahr gesund und munter. Lasst gern ein Abo da, ein Like und natürlich freue ich mich über einen Kommentar. Bis zum nächsten Jahr. Bleibt gesund.